Ja, Gott sei Dank haben wir wieder ein neues Lokal im Gasteinertal. In Bad Hofgastein unten, der Goldene Adler. Der Czerny Ernst mit seiner Familie hat da ein neues Lokal aufgemacht. Wahnsinn, Frühschoppen, ein Stammtisch, vor 12 Uhr Mittag geht's los. Kann man nur sagen, für Gasteinertal so eine Bereicherung. Grüß euch, ich bin Roberto Czerny, ich bin der Sohn des Hauses. Gemeinsam mit meiner Schwester, mit der Clara Czerny, erzählen wir euch heute ein bisschen was über unser neues Wirtshaus in Bad Hofgastein, das Wirtshaus zum Goldenen Adler. Insgesamt haben wir 150 Sitzplätze mit der Terrasse draußen. Das Gebäude besteht aber schon seit längerer Zeit, seit dem 15. Jahrhundert. Am 2. Mai 1769 hat es einen entscheidenden Tag gegeben für das Gebäude zum Goldenen Adler, Hotel Moser, das ehemalige. Und zwar, da ist die Konzession erlassen worden, dass man Bier, Wein, Branntwein und das Abhalten von Hochzeiten machen darf. Das Haus gibt es aber schon länger. Das ist eigentlich das zweitälteste Gebäude hier in Bad Hofgastein, nach der Kirche natürlich. Ja, seit 1447 sind wir ein Beherbergungsbetrieb. Das hat natürlich vorher der Familie Wimmer gehört. Das war früher das Hotel Moser. Ja, vor einigen Jahren, so vor 6 Jahren, haben meine Eltern das erworben. Haben wir das neu renoviert auch, aber da haben wir auch noch das Restaurant, das jetzige hier, verpachtet gehabt. Und ja, jetzt haben wir uns dazu entschieden, dass wir das selber machen. Und wir haben uns gedacht, was fehlt, ist ein traditionelles Wirtshaus. Wir haben das Ziel, dass wir den Einheimischen vor Ort und auch die Touristen, die was daherkommen, eine typisch österreichische Küche anbieten. Bei uns gibt es einen Schweinsbraten, einen Wiener Schnitzel oder zum Beispiel auch vegetarische Gerichte wie Spinatknödel. Und aus Dessert zum Beispiel auch Apfelradeln. Also wir möchten das ehrlich und typisch österreichisch halten, unsere Küche. Und wir würden uns auf euch erkennen freuen. Und ich bin wirklich froh, dass wir wieder ein neues Lokal haben. Der Goldene Adler in Bad Hofgastein.